Ja, zum Selmi-Tonstudio fallen mir legendäre Aufnahmen für Sportplausch wieder ein. Beim Sportplausch wieder gibt's Preise zum Fressen! Also, ich bin der Peter Wider. Die beste Radiosport hat immer den Sportplausch wieder gehabt. Und wir als Sportler sind es gewöhnt, zum Pokal und Medaille zu holen. Und Pokal und Medaille kann man nur mit Selmis Tonstudio holen. Selmis Tonstudio ist professionell. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute in aller Deutlichkeit sagen, wir und nur wir können den Menschen wieder ihre Lappdübel-Dabel-Löffelstiel-Rapfatatz-Malagadatz geben. Ja, Maloni im Tonstudio Selmi. Beide haben das gutes Verständnis für Sprecher, für Dialog, für Schauspieler. Im Grunde genommen ist ja auch, wenn man nur einen Radiospot aufnimmt, ist es Schauspielerei, aber einfach ohne Bild. So, jetzt hör auf! Das ist furchtbar! Der filmt die ganze Zeit! Also wir sagen etwas, und zwar, dass wir jetzt hier im Tonstudio Selmi sind, der Edi und ich. Ja genau, der Philipp Roussel und der Edi, also ich. Pidgey? Ja, jetzt haben wir alle Namen parat, das ist super. Und wir sind gern da, wir sind oft da. Und warum sind wir gern da? Weil wir für unsere Arbeit bezahlt werden, im Gegensatz zu anderen Studios. Das ist nämlich sehr schön, zuverlässig. Absolut, das ist nicht regelmäßig so. Und wir werden dann auch gut behandelt und wir können noch lachen bei der Arbeit, obwohl wir konzentriert arbeiten. Und es ist ein Studio, wo man wirklich voraus sieht. Jawohl, so man sogar draußen in der Lounge kann. Man kann direkt da die Tür aufmachen und raushöckeln. Und was wir, zwar, wir sind ja da zum Arbeiten, oder? Aber von dem her, man könnte. Aber manchmal muss man warten, wenn der Redner ein bisschen länger braucht. Dann hocke ich gerne draußen in der Lounge im Sommer und tue mir einen Kaffee servieren lassen von dieser sehr guten Gatschenmaschine da hinten vom Rätsel. Genau, das muss man auch sagen. Das ist ein Cimbali. Cimbali, Entschuldigung, das ist ein Cimbali. Okay, das schneiden wir raus. Der Selmi hat eigentlich eine Parallelität zum Keys Auto Center. Wenn man reinkommt, dann gibt es zuerst einmal ein feines Käferi. Und nachher geht man rein und dann überzeugt einem das Angebot. Es hat viel Technik, aber was für mich immer entscheidend ist, ist eigentlich nicht nur Technik, weil da haben alle haben die neuesten Mikrofone und alle haben die neuesten Geräte, die es gerade jeweils braucht. Aber entscheidend für uns ist natürlich auch, wer sitzt dahinter. Und das sind beim Selmi natürlich einfach Leute, die diese Leidenschaft für den Ton haben. Und das spürt man und das spürt man vor allem auch im Resultat. Es geht jetzt darum, wir brauchen das Geräusch, das ziemlich monumental tönen soll. Bewegung von Erdmassen oder von massive Steinblöcke, die sich bewegen. So, miteinander. Der glaube ich gerade natürlich ins Selmi-Tonstudio, oder? Klar. Tschüss. Bis 60 Minuten, Franken 120. Bis 60 Minuten, Franken 120. Methyl-N-Dioxy-Ethyl-Blabla. Klammern zu. Also, dich, Renzo, und respektive deine Truppe, gibt es schon länger als mich in der Werbung. Das weiss ich jetzt mit einem 25-Jahr-Jubiläum. Ich werde bald einmal mein 25-Jahr-Jubiläum haben. Ich habe mich aber eigentlich die ganze Zeit von Anfang an begleitet. Es gibt XX Radiospots und auch Fernsehspots, Vertonungen, die wir bei euch gemacht haben. Ich erinnere mich gerne an die Zeit dann eben als Texter, wo ich angefangen habe, als Texter bei euch war. Also länger dürft ihr nicht haben? Nicht? Nein. Oh, Tori nochmal. Die anderen wieder so viel gebraucht. Ja, verdeckel mal. Dürfen wir eine zweite machen oder sind wir schon umgesetzt? Nein, das müssen. Also, okay. Führer, Mitfahrende und Hilfspersonen dürfen namentlich in Wohn- und Erholungsgebieten und nachts keinen vermeidbaren... Hallo. Okay, ich versuche mal. Mhm. Nach so langer Zusammenarbeit versteht man sicher auch ohne, dass man viel muss schnappen. Was ich noch sehr schätze, ist, dass man auch so lange Zeit hat, bis es sitzt. Der ganze Zeitdruck, den man immer hat,
Es gibt da Studios, wo man nach einer halben Stunde quasi spürt, so, jetzt müsste man es langsam haben. Wir arbeiten einfach so lange, bis das Ding sitzt. Und wenn es 25 Wiederholungen braucht, was selten der Fall ist, aber wenn es ein Buch braucht es. Und das finde ich auch schön, dass in dieser sehr hektischen, aufgeregten Zeit sich über die Zeit und die Leidenschaft man nimmt, bis es so ist, wie es muss sein, und das spürt man. Gut, also wir vom Selmiton-Studio sind natürlich immer on the road. Und jetzt sind wir hier zum Beispiel unterwegs für ein Briefing, für eine grössere Produktion, die wir machen sollten, die es eigentlich noch nie gegeben hat. In der Schweiz, im Zusammenhang mit Radiospots. Selmiton-Studio, das ist für mich nicht nur der Inbegriff von Qualität, sondern es ist auch eine langjährige Freundschaft. Eigentlich ist es mir scheißegal, wie im Tonstudio das man schafft, weil die Elektronik ist überall die gleiche. Ich habe zwar vorhin gerade gesagt, hey, irgendwie ein Röhrenmikrofon von 7000 Stunden kostet mir scheißegal, ich wollte nicht so etwas haben. Was mich mehr interessiert, sind die Typen, die dort arbeiten. Und der Professor Grunder und der Don Selmi, das sind jetzt einfach zwei Figuren, die das leben. Und das macht die Produktion so angenehm, wie sie denken mit. Es sind nicht einfach irgendwelche Computerschnipsel, wo man 1000 Millimeter rumknibbelt, wo kein Schwein vom Sender gehört. Wenn ich einen Radiospot mache, gehe ich sicher zum Selmi. Und einer der Gründe ist auch der, und das habe ich aber erst heute entdeckt, er hat ein Ohr, das abstand, nur eins. Das rechte Ohr steht ab. Das weiss er selber nicht, aber ihr müsst das mal anschauen. Das ist der Brüller. Schon allein darum gehe ich zum Selmi Tonstudio. Und ein gutes Gefühl und Professionalität, wenn es um Musik geht, das schätzen wir auch sehr. Major topics of our time is virtual reality. Every day you're trying so hard to get by. Oh, it's still a long way. Sometimes you wish that you could fly. You're aiming at a big dream. It takes strength and precious time. Oh, yeah. But you will be there. You just keep on. Wir haben auch
eigentlich mehrere Sachen Musik miteinander geschrieben. Und das Besondere ist bei euch, das ist Musikalität. Und Musikalität als die Fähigkeit, nicht nur tolle Musik zu komponieren, sei es von Band bis zum grossen Orchester, ist wertvoll. Es ist eben nicht nur für die Musik wertvoll, sondern generell, weil auch ein Radiospot hat in sich einen Rhythmus und auch ein Sprecher, auch wenn es ein ausgesprochenes Wort ist, ist fast wie ein kleines Musikstück. Also ein gutes Musikgehör zu haben, kann nicht nur ein Vorteil sein. Und das ist sicher etwas, was euch von ganz vielen unterscheidet und was ich auch immer sehr geschätzt habe. Vor 3 Jahren starteten Renzo Selmi und Chris Grunder zusammen mit Tommy Ritter ihr gewagtes Projekt. Von der Idee über das Konzept, die Verhandlungen, das Casting, die Kompositionen, die Abmischung bis hin zur Produktion. Alles haben die beiden Musikprofis im Alleingang bewältigt. Alle anderen Songs sind Eigenkompositionen, ein Mix aus westlichem Pop und thailändischen Einflüssen. Die Musik wurde im eigenen Studio in Zürich eingespielt, der Gesang in Bangkok aufgenommen. Don't pretend, never tell the wind that you're lonely, 'cause it might carry all your secrets back to me again. Don't you know the world has changed? You're not mad enough to say I need you. If you can. Der Sound von Silk ist geprägt von spezieller Instrumentierung und asiatischer Melodieführung. Can't explain, maybe you'd hardly understand. If I ever doubt about the words you're saying and all the love we're
we're sharing, don't you worry, we will find a way. It takes some understanding, mind wide open.